Hallo zu unserer nächsten Runde FP Live. Wie ihr sehen könnt, das Bühnenbild ist noch das gleiche wie beim letzten Mal oder annähernd das gleiche. Wir sind wieder zu Gast im Nummer zu Platz, freuen uns wieder, dass wir hier eine weitere Veranstaltung machen dürfen. Nummer zu Platz steht leider immer noch leer, Veranstaltungen hier sind nicht möglich. Deswegen ist es umso schöner, dass wir hier wenigstens was machen können, neben den anderen Livestreams natürlich, die von Nummer zu Platz gemacht werden. Aber Einnahmen fallen natürlich weg. Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr auf der Homepage from OWL with Love vielleicht einen Gutschein kaufen würdet und dem Nummer zu Platz ein bisschen über diese Zeit helfen würdet. Ja, nun zu unserer Veranstaltung. Gefährliches Halbzeitwissen. Ich bin mal gespannt, wie gefährlich das wirklich ist. Wir haben zwei sehr interessante Gäste heute da, Volker Backes und Andreas Beune, die der ein oder andere vielleicht kennen wird. Gerade in Bielefeld sind sie ja nicht ganz unbekannt. Umso schöner, dass sie heute hier sind und uns an ihrem gefährlichen Halbzeitwissen teilhaben lassen. In dem Sinne würde ich gerne übergeben an unsere beiden Hauptdarsteller heute. Oder Stammspieler oder wie auch immer man es nennen will. Bitte schön. Ja, danke schön. Erstmal Dankeschön an das Fanprojekt und dann nochmal zum Platz, dass wir hier sein dürfen. Eine Geisterlesung sozusagen, eine Geisterveranstaltung hat für uns auch Premiere. Ist aber wunderbar. Also wer sind wir überhaupt? Vielleicht kennen uns nicht alle. Ne? Sollten, gehen wir mal von aus. Volker Backes, Andreas Beune sind auf jeden Fall ahnungslos und haben aber viel zu sagen. Deswegen auch der Titel Gefährliches Halbzeitwissen, weil wir können ganz viel über Fußball reden, ohne davon Ahnung zu haben. Grund dafür ist, dass wir in Bielefeld Fußball sozialisiert sind. Also seit 400 Jahren, glaube ich, gehen wir zum Stadion unterschiedlicher Quantität und das hat uns natürlich geprägt. Volker hat, wie ich auch, immer mal wieder drüber geschrieben. Wir haben zusammen Bücher veröffentlicht über Arminia. Absoluter Bestseller. Gibt es kein Buch mehr von zu kaufen, glaube ich. 300 Exemplare insgesamt, ne? Verkauft. Und wir haben für die Stadionzeitung was geschrieben und machen Lesungen regelmäßig, wo wir auch immer wieder gerne mal einen Text über Arminia Bielefeld einfließen lassen. Und wir haben gedacht, heute Abend lesen wir nicht, heute einfach quatschen wir einfach mal, ne? Weil es gibt viel zu reden in der Geisterzeit und da haben wir das eine oder andere vorbereitet für euch. Genau, wir kommen gerade nicht zum Schreiben, deswegen müssen wir einfach reden. Genau, Texte können wir nicht mehr schreiben, wir müssen reden. Wir haben aber 5 Tagungsordnungspunkte vorbereitet, die wir jetzt hier abarbeiten, die nächsten 2 Stunden. Und beginnen mit dem Top 1, Spiel des Lebens. Tja, Volker, möchtest du beginnen mit deinem Spiel des Lebens? Ja, kann man mal. Also wir haben gesagt, okay, wir schauen mal, wer unsere nächsten Gegner sind und wollen dann exemplarisch, jeder betrachtet einen Verein, gegen den wir spielen und da suchen wir uns dann 1-2 historische Spiele raus, weil ich dachte, okay, fangen wir gleich mal richtig unten an. Habe ich mir den SV Sandhausen ausgesucht, zu dem ich offen gestanden keine wirklich große Meinung habe. Er könnte im Prinzip auch ständiger Gast auf der Russheide beim VfB Fichte sein, aber nein, er spielt zweite Liga. Und was mich ein bisschen überrascht hat, Arminia hat zum ersten Mal am 29. August 1981 schon in Sandhausen gespielt. Also da gab es den Verein schon. Das war für mich etwas überraschend. Das war ein Pokalspiel, was wir mit 6-3 gewonnen haben. So, und vor 4 Jahren gab es schon ein Zusammentreffen in der zweiten Liga. Arminia, das nehme ich jetzt mal so als Cliff. Ja, wir brauchen keinen Cliffhanger. Also das Spiel ging 4-1 für Arminia aus. Das nehmen wir mal als gutes Omen jetzt auch für das nächste Auswärtsspiel. Aber es war vorher eine mal wieder schwierige Phase für Arminia. Arminia hatte 7 Spiele nicht gewonnen. Und Fabian Klos, der damals natürlich schon Amine war, hatte 7 Spiele lang nicht getroffen. Er wurde tatsächlich auch erst im Laufe des Spiels eingewechselt. Für ihn in der Sturmspitze stand ein Spieler, der jetzt auch noch für Arminia aufläuft, nämlich Andreas Vogelsammer. Und was mich ein bisschen überrascht hatte, das Spiel ist erst 4 Jahre her, 4 Jahre alt, aber die hinter Vogelsammer, die Offensivreihe, war mir komplett entfallen.
Mit etwas Anstrengung konnte ich mich an den Spieler Görlitz, der wohl auch mal irgendwo in München gespielt hatte, noch erinnern. Dann gab es einen Mittelfeldspieler, einen Zehner namens Rodriguez, der kam, meines Wissens, korrigiere mich, aus dem eigenen Nachwuchs, ist dann jetzt in der Schweiz groß geworden. Der kam aus Wolfsburg, oder? Der kam aus Wolfsburg. Ja, siehst du, da fängt es schon an. So. Nicht alle, die Rodriguez heißt, ach so, ja doch, der hatte einen Bruder, der hat zwei Brüder, die auch Fußball spielen. Na, so war das, genau. Und zu unserer aller Überraschung, auf der linken Seite einen Spieler namens Ryu. Ich kann mir den, also Vorname Sejung-Wo Ryu, der war auch Andreas. Selbst Andreas, der ein enzyklopädisches Wissen hat, auch ihm war dieser Spieler entfallen. Es hallt ein bisschen. Wir haben so einen komischen Raumhall hier jetzt plötzlich. Ist das so besser? Das ist besser so, ne? Okay. Okay, dann machen wir das mal so mit dem Ton. Jetzt koppelt das nicht so rück. So, also der Spieler Sejung-Wo Ryu kam geliehen aus Leverkusen. Er hatte auch nur eine kurze, gute Phase von 10 glücklichen Spielen, in denen er eine Torvorlage gegeben hat. Nicht in diesem Spiel. Er hat in dem Spiel in Sandhausen ein paar Mal ins Gras getreten, aber gute Ansätze gezeigt. Damals war man noch hoffnungsvoll, dass aus dem Mann noch etwas werden könnte. Er ist nach Arminia zurück zu Bayer Leverkusen gegangen, hat dort noch einen, ich glaube, 6 Wochen Vertrag gehabt und ist dann nach Budapest gegangen. Dann verliert sich seine Spur. Alles in allem ein gutes Omen, 4:1, das letzte wirklich herausragende Ergebnis gegen Sandhausen. Sonst waren die Ergebnisse eher so knapp und wie die Vereinsfarben von Sandhausen auch so ein bisschen schwarz-weiß. Das war es auch schon, wir haben noch weitere Punkte. Andreas hat sich einen Gegner rausgesucht, bei dem es mich auch ein bisschen schaudert. Ja, das Schicksal hat mir Darmstadt zugespielt. Und Darmstadt, klar, da klackert es bei dem einen oder anderen, aber bevor wir auf Darmstadt kommen, möchte ich noch mal kurz auf Nürnberg zu sprechen kommen, weil Nürnberg, bevor es diese Geisterspiele gab, diese Geisterhaften, gab es eine lange fußballlose Zeit im Fernsehen und die Sportschau hat sich dann dazu entschieden, so eine Retro-Sportschau zu machen, wo sie diverse alte Spielberichte gezeigt hat, unter anderem auch Arminia gegen Nürnberg von 1979. Das war eine Bundesliga-Saison, 31. Spieltag. Der Spielbericht war 3 Minuten lang. Arminia gewann 2-0. Es wurde angekündigt als der Abstiegsknaller. Danach, nach dem Spielbericht sagte der Kommentator aus der heutigen Zeit nur lapidar, am Ende sind übrigens beide Mannschaften abgestiegen. Und das Schöne ist, es ist nicht nur Arminia und Nürnberg sind in 1979 abgestiegen, sondern Darmstadt auch noch dazu. So. Und deswegen jetzt Darmstadt 98. Immer wenn Darmstadt absteigt, da sagt man ja, ne? Ist eine Information, die man hier ja irgendwie auch mal aufnimmt, einfach so. In dieser fußballlosen Geisterzeit vor den Geisterspielen hat das Fernsehen aus der Konserve ohne Ende komische Spiele gezeigt. Also alle Spiele, die Deutschland bei der WM gewonnen hat, Bayern gegen Dortmund, glaube ich, 200 Mal irgendwie sowas. Und der Hessische Rundfunk hat nicht etwa Eintracht Frankfurt gegen Real Madrid, glaube ich, habe ich nicht gesehen. Die haben mal 7:3 gespielt, gezeigt. Irgendwie solche 100 Spiele. Nein, sie haben in Gänze das Relegationsspiel von Arminia gegen Darmstadt gezeigt. Und das Spiel ist natürlich, muss ich keinem sagen, der da war, Drama pur. Ich möchte jetzt aber mit der These aufwarten, dass gerade die Art und Weise dieser Niederlage Arminias Aufstieg erst möglich gemacht hat. Danach, die Saison, wissen wir ja auch, war auch sensationell mit dem Wiederaufstieg, mit den Pokalerfolgen und hat natürlich dann so ein bisschen Flow gegeben, dass der vielleicht nicht möglich gewesen wäre, wenn man nicht auf die Art und Weise ausgeschieden wäre wie Arminia Bielefeld, weil so ein Relegationsspiel gab es bis dahin nicht. Wenn jetzt Bremen gegen HSV vor 0 Zuschauern spielt, mal gucken, was die machen. Aber bis dahin sind wir auf jeden Fall da Relegationsrekordhalter. So, wir werden uns natürlich jetzt rächen und wenn wir gegen Darmstadt gewinnen, vielleicht schon den Aufstieg klar machen. Ne? Sehen wir mal. Gut, damit hätten wir auch diesen Punkt, wobei Geisterspiele. Volker, hast du die Arminien-Spiele verfolgt im Fernsehen? Wie fandst du das? Das ist irgendwie eine andere Sportart, finde ich. Also wenn man das so guckt, das ist, ich merke, dass es mir schwerfällt, die Konzentration zu halten,
Weil jetzt sieht man mal, wenn man nicht den Blick irgendwie über die Ränge schweifen lassen kann oder sich mit irgendwelchen Leuten im Stadion unterhalten kann, jetzt sieht man, was da wirklich die ganze Zeit passiert und dass das auch nicht immer nur spannend ist. Und ich muss mich daran gewöhnen, vor allen Dingen auch an die Akustik. Ne, klar ist jetzt schön, man hört mal, was die sich so zurufen und so, ne? Das, was man vorher immer nur geahnt hat. Aber von der Akustik hört sich vieles echt an wie Hallenfußball. Also ich meine, von Schalke wissen wir das ja, ne, dass sie in der Halle spielen, aber jetzt hört man das auch von anderen Plätzen. Also das ist so ein bisschen nicht so schön. Und unser gemeinsamer Freund und Fußballjournalist Jens Kirschneck sagte schon, wenn das jetzt ist ja mit den Geisterspielen noch schön, weil es noch um was geht, aber wenn das bis in die nächste Saison reinreicht, wer soll sich denn bitte schön FC Augsburg gegen FSV Mainz 05 angucken? Berechtigte Frage. Ich denke, 140 Mainzer werden wir finden. So, ansonsten, es ist, wie gesagt, es geht noch um was, aber es ist schon schöner mit Leuten drin im Stadion. Das merkt man. Also wer jetzt den Beweis noch gebraucht hat, ich finde, das ist jetzt erbracht. So, ich glaube, damit haben wir es jetzt aber auch. Dann können wir ein bisschen Action reinbringen, weil wir haben gesagt, wenn wir die ganze Zeit hier nur statisch sitzen, lesen und labern, ist das ein bisschen schwierig. Wir haben auch gesagt, okay, wir wollen das Ganze auch so ein bisschen visualisieren. Und da haben wir die Rubrik Das Tor der Woche. Und das wollen wir jetzt nachstellen. Ein legendäres oder besonderes Arminentor haben wir uns rausgesucht, was wir jetzt nachstellen wollen. Ich gehe mal nach vorne, ich lasse das Mikro aber hier. Volker Backes verlässt jetzt den Platz und verlässt aber nicht den Raum. Er geht jetzt in Richtung Spielfeld und erklärt alles. Wir befinden uns in dem Jahr 2007 und haben das Spiel gegen den ersten FC Nürnberg. Arminia unter Ernst Middendorp, nicht besonders glücklich in die Saison gestartet. Während Nürnberg, das können die sich in Nürnberg heute auch nicht mehr vorstellen, gerade noch zuvor im Europapokal gespielt hatten, gegen Everton. Gegen Everton. Ne, auch, ja, so. Und davon träumen die heute auch noch. Das Spiel ist, es steht 0-1 für Nürnberg. Die Stimmung ist schon wieder, ich will nicht sagen im Keller, aber also so richtig weit oben auch nicht. Zweite Halbzeit, man versucht das ein bisschen besser zu machen. Eingewechselt wird Sibu Siso Zuma und der hat dann auch gleich mal den Ball. Wir sind ungefähr in der 63. Spielminute. Sibu Siso Zuma spielt seinen Mitspieler Jonas Kamper auf der rechten Seite frei. Jonas Kamper überläuft auf der rechten Seite seine Gegenspieler, lässt die stehen und flankt in den Strafraum. Dort steht zu seiner eigenen und unser aller Überraschung der 1,50 Meter große Mittelfeldrenner Rüdiger Kauf, der seine Körperkleinheit oder Körpergröße ausnutzt und er als sein Gegenspieler Bastian Reinhardt am Ball ist. Ist das überhaupt Bastian oder war das Knut? Egal. Reinhardt. Weiß der Geier. Also er ist eher als sein Gegenspieler am Ball und köpft. Köpft auch noch im Knien gegen die Laufrichtung des Torwarts zum viel umjubelten 1-1 ein. Ich zeige das gerade nochmal in der Zeitlupe. Jonas Kamper überläuft seine Mitspieler, für den das jetzt zu schnell ging, flankt in die Mitte. Dort ist Rüdiger Kauf zur Überraschung seines Gegenspielers eher am Ball und köpft ein. 1-1. Das Tor der Woche. Der Endstand des Spiels war übrigens 3-1. Dann war für ein paar Wochen mal wieder die Welt hier in Ordnung, aber das blieb nicht so. Gut, das geht ja schnell. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3. Das Geschenk des Tages. Andreas und ich haben mal tief in unserer... Das muss man jetzt so. Das musst du jetzt.
Wir haben jetzt mal tief bei uns zu Hause gewühlt und wir wollen, weil wir auch ein bisschen gucken wollen, gucken sich das überhaupt Leute an. Für euch so als Anreiz wollen wir zwei Fußball-DVDs verlosen. Wer Interesse daran hat, von den zwei Leuten, die gerade zugucken, kann uns schreiben, kann irgendwie ein Posting machen mit einer kurzen Begründung, warum er oder sie dieses DVD, dieses Video unbedingt gerne haben möchte. Andreas, stell mal kurz vor, worum geht es. Genau, also zur Bewältigung des Darmstadt-Traumas, fantastische Medizin, die Saisonrückblicks-DVD von Anania 2014-2015. Auch mit allen Pokalspielen, sensationelle Stimmung, sensationelle Bilder. Ist auch nicht bei Netflix oder anderen irgendwie abrufbar, sondern nur auf dieser DVD. Wer sie noch nicht hat, der hat jetzt die einmalige Chance, indem er bei den Kommentaren irgendwas reinschreibt. Das wäre auf jeden Fall ein wunderschönes Geschenk. Genau, und ich habe eine DVD, die zeigt, dass es Vereinen, Traditionsvereinen viel, viel schlechter gehen kann als uns. Das ist die DVD Rot-Weiß Essen, der Film 100 Jahre Rot-Weiß Essen. Ein Club, der in den letzten, der 1953, glaube ich, 53, in Anfang der 50er Jahre auf jeden Fall deutscher Meister war, davon jetzt aber sich nichts mehr kaufen kann, weil er zwischen dritter, vierter und manchmal auch fünfter Liga pendelt. Und es ist trotzdem ein sehr berührender Film, eine sehr berührende Dokumentation, weil auch in Essen lief, wie man sich das jetzt denken kann, nicht immer alles rund. Und es ist viel Drama dabei, aber eben auch schön. Und wie gesagt, wir sind ja auch ein bisschen mitverantwortlich, haben wir, als wir uns vorbereitet haben, mitverantwortlich für das Schicksal von Rot-Weiß Essen, weil in der Saison 1995 wir mit einem 4:0 uns aus den Untiefen der unteren Ligen wieder hochgeschossen haben und Rot-Weiß Essen sich bis heute nicht so richtig davon erholt hat, möchte man mal. Kann man so sagen. Kann man so vielleicht sagen. So, also Rot-Weiß Essen, der Film und die Saison 2014-2015 von Arminia Bielefeld. Wenn das jemand haben möchte, kurz schreiben, warum. So, und wo wir von Rot-Weiß Essen sprechen. Brillante Überleitung zu unserem vierten Tagesordnungspunkt. Wir kommen echt schnell durch. Ne? Guck, wir haben gesagt 2 Stunden, aber Viertelstunde und dann war es das. Entschuldigung. Dieser trockene Husten, den ich seit ein paar Tagen habe. Ich werde immer komisch angeguckt, aber ich habe den wirklich seit Jahren. Ich habe mir auch so ein T-Shirt jetzt gemacht für die Stadt, wenn ich so in der Stadtbahn fahre oder so. Ich habe diesen Husten seit Jahren, ne, damit ich nicht so komisch angeguckt werde. So. Genau, wir haben eine Kategorie eingeführt für den Fall, dass wir selber Gefallen daran haben, hier in so Vorwände zu labern und zu lesen. Könnten wir uns vorstellen, das nochmal zu machen. Wenn es so wäre, dann gäbe es jetzt eine Rubrik, die Rubrik Arminen außer Haus. Also wir sind jetzt jede Woche hier. Ne? So. Arminen außer Haus, und da haben wir auch beseelt, so ein bisschen durch dieses wirklich tolle Video Rot-Weiß Essen, uns überlegt, Markus Uhlig. Was macht eigentlich Markus Uhlig? Genau, da haben wir ihn gerade live im Bild. Und wir fanden die Idee super, mit Markus Uhlig zu telefonieren. Das klappt heute leider nicht live. Wir haben dieses Gespräch mit ihm oder den Monolog von ihm vor der Sendung kurz aufgezeichnet. Wir haben uns dafür interessiert, was macht Markus Uhlig und was macht eigentlich Rot-Weiß Essen? Und das möchten wir jetzt mit Hilfe modernster Technik kurz abspielen. Ich fahre mal die Mats ab. Ja, hallo Volker, hallo Andreas, hallo Fanprojekt Bielefeld, liebe Armin. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, für die virtuelle Einladung zu eurer kleinen Sendung. Was macht Rot-Weiß Essen? Was macht Markus Uhlig? Armin außer Haus. Ja, hat wahrscheinlich der eine oder andere von euch auch medial mitbekommen. Wie alle leidet auch unser Verein Rot-Weiß Essen unter Corona. Wir ganz besonders, unsere Liga ist abgebrochen worden, noch nicht offiziell, aber das wird de facto passieren.
Und ja, noch weiß keiner so richtig, wie es weitergeht. Wir haben die Saison zum Zeitpunkt des Abbruchs auf dem 3. Tabellenplatz quasi beendet. Rödinghausen ist Erster, will nicht aufsteigen. Verl ist aktuell Zweiter, will aufsteigen. Wir wollen auch aufsteigen. Wir haben hinter den Kulissen das eine oder andere versucht, den Verband dahingehend zu bewegen, doch noch eine sportliche Entscheidungsfindung herbeizuführen. Jetzt muss man ein bisschen in der Regionalliga West, in der wir spielen, da gibt es noch die Relegation. Das heißt, wir haben versucht, ja, unsere Interessen geltend zu machen, es doch noch zu schaffen, die Relegation zu erreichen. Das sieht aktuell so aus, als wenn wir das nicht hinbekommen. In allen Regionalligen läuft es darauf hinaus, dass derjenige, der zum Zeitpunkt des Abbruchs ja, Erster bzw. aufstiegsberechtigt war, auch durchgewunken wird mit der Quotientenregelung, sodass wir im nächsten Jahr in der neuen Saison, wenn sie denn beginnt und hoffentlich auch dann wieder vor Zuschauern stattfinden kann, einen neuen Anlauf nehmen werden, um endlich dieses Nadelöhr zur dritten Liga nehmen zu können. Wir wollen mit aller Macht hoch und ja, spätestens im Sommer 2021 soll es dann so sein, dass Rot-Weiß Essen dann hoffentlich wieder in der dritten Liga spielt. Ja, ansonsten, ich wohne ja noch in Bielefeld, bin also so alle zwei Wochenenden dann hier. Meine Familie wohnt auch weiterhin in Bielefeld, sodass ich natürlich auch Arminia noch sehr eng verfolge. Drücke natürlich alle Daumen, dass das ja, in dieser Saison klappt mit dem Aufstieg. Das wäre eine überragende Geschichte. Die Entwicklung der letzten Jahre war richtig, richtig gut. Und ja, der Aufstieg jetzt in dieser Saison, der ist zum Greifen nah. Ich drücke, wie gesagt, alle Daumen. Das wäre absolut die Kirsche auf der Sahne. Ja, ansonsten wünsche ich allen Arminen viel Spaß, auch wenn es ein bisschen ungewohnt ist, für die letzten Spiele maximale Erfolge. Und man sieht sich irgendwann auf der Alm. Bis dann, ciao. Wir hätten jetzt natürlich gerne nachgefragt, wie das zu verstehen ist, dass Rot-Weiß Essen hinter den Kulissen noch alles versucht hat, doch aufzusteigen. Kann man ja auch missverstehen. Also wir gehen mal davon aus, dass Rot-Weiß Essen nicht die Grenzen der Legalität verschoben hat, sondern sich, es gab verschiedene Ideen und Modelle. Ich weiß nicht, ob alles so ernst gemeint war. Irgendetwas hatte ich mal gelesen, oder das hörte sich für mich so an, als wollte Rot-Weiß Essen versuchen, zusammen mit Rot-Weiß Oberhausen und Alemannia Aachen durchzukriegen, dass alle Traditionsvereine gleich direkt in die zweite Liga aufsteigen. Unabhängig davon, ob sie das jetzt sportlich leisten können oder nicht. So. Ja, das war Markus Ulich, der, wie gesagt, Bielefeld und unserem Verein immer noch verbunden ist. Wir kommen zum letzten Tagesordnungspunkt, der allerdings ein bisschen länger werden wird, weil, ne, Markus hat es gesagt, der Aufstieg für uns, für Arminia, ist zum Greifen nah. Wir denken mal positiv. Als unser Freund Jens Kirschneck nach dem im Februar, glaube ich, war es, nach dem Spiel, nach dem 1-0-Sieg gegen Hannover 96 anrief und fragte oder sagte, Jungs, das war's jetzt doch aber wohl, oder? Gab es, nee, er hat das nicht angerufen, er hat das irgendwo gepostet. Und weil nämlich Tim Sanden, auch ein Mann, der Arminia verbunden ist, war und ist, schrieb so, na, ich glaube noch nicht, wer weiß, was da noch passieren kann. Als hätte er es schon geahnt. Und ja, dann kam, das heißt das Virus, ne? Das Virus, der Virus. Es kam geht Corona. Beides. Beides. Gut, okay. So, ich gerate schon wieder ins Schwafeln. So, was kann noch passieren? Also genau, ich hatte ja immer noch Angst, dass irgendeine Mannschaft, die jetzt unten steht, damit meine ich ausdrücklich nicht Dynamo Dresden, ich glaube, die ziehen das wirklich bis zum bitteren Ende durch, aber dass irgendeine andere Mannschaft, die jetzt noch nicht damit rechnet und dann unten reingerät, dass die auf einmal dann moppern und vielleicht sich so ein bisschen Coronavirus zulegen, um dann noch einen Saisonabbruch zu erwirken, wer weiß. Oder es gibt ein Erdbeben oder so, ne? Also in Bielefeld weiß man, man muss bis zum Schluss zittern und dann geht es hoffentlich gut aus. Wir gehen halt davon aus, dass es gut ausgeht, dass wir nächstes Jahr in der Bundesliga
spielen und deswegen haben wir gedacht, bereiten wir uns schon mal ein bisschen vor, machen eine Bundesliga-Vorschau. Wir haben uns jetzt alle 18 Bundesligisten, aktuellen Bundesligisten angeschaut, weil wir ja nicht wissen, ob jemand absteigt, wer absteigt. Deswegen gucken wir mal so. Andreas und ich haben uns 9 Fragen oder 9 Aufgaben gestellt und haben im Vorfeld, in der Vorbereitung, jeder Frage 2 Vereine zugelost und jeder von uns bearbeitet dann eben einen Verein zu einer ganz bestimmten Fragestellung. So, und jetzt macht das Sinn, wo du das so sagst. Jetzt macht das Sinn. So. Genau, und dann fangen wir einfach mal mit der ersten Frage an. Was fällt dir ein zu? Und ich zog dann gleich mal den FC Augsburg und da hatte ich schon gleich keinen Bock mehr. Da habe ich so ein bisschen rumgezippert und dachte, war vielleicht doch eine scheiße Idee, das so zu machen, so ein Spiel. Aber gut, dann habe ich mich so ein bisschen mal mit dem Verein befasst, habe dann gesehen oder gelesen, dass dort bis 2014 irgendwie ein Banner von Josef Wagner hing. Da kriegte ich gleich schon wieder Sonnenhals, dachte ich, der Bildkolumnist, dieser nicht so sympathische Bildkolumnist, hat irgendwie ein Poster im Stadion von FC Augsburg hängen. Nein, war so nicht, war irgendjemand anders, aber das ist jetzt auch schon wieder abgehängt und ist dann auch nicht so wild und wichtig. Ernst Middendorp, der Jahrhunderttrainer, war mal ein Jahr lang Trainer dort. Ich glaube, es hatte auch gute Gründe, dass er nur ein Jahr dort war. So, was aber wirklich ganz sympathisch ist, ist, dass der Verein 2009 eine Kooperation mit der Augsburger Puppenkiste begonnen hat. Und seitdem bekommen die Gegner jetzt nicht mehr so einen doofen Wimpel, sondern eine Figur aus der Augsburger Puppenkiste, eine Marionette. Und Jim Knopf oder Urmel aus dem Eis und so. Und das stelle ich mir ganz schön vor, wenn Fabian Klos nächstes Jahr da steht und mit Urmel auf dem Eis in der Hand, aus dem Eis. Also ich soll noch näher rangehen? Okay. So, und zu Toren, das werden wir, wenn wir das Spiel nächstes Jahr nicht hören, deswegen sage ich das jetzt, wer das nicht kennt. Wenn Augsburg ein Tor schießt, läuft dort als Melodie eine Insel mit 2 Bergen. Das ist ganz charmant und dann dachte ich, okay, Augsburg, man muss sich damit nicht befassen, aber ist schon okay. Andreas hatte ein schwierigeres Los. Ja, erstmal zu Augsburg. Mein ältester Sohn, 14 Jahre alt, ist Augsburg-Fan. Du kannst mir vorwerfen, was ich irgendwie falsch gemacht habe in der Erziehung, aber er ist aus freien Stücken Augsburg-Fan geworden. Deswegen verfolge ich diese Mannschaft auch schon seit Jahren. Ich habe auch verdammt viele Spiele gesehen mit von denen, ne, und ich habe auch diese Tormusik schon ziemlich oft gehört. Dieses Jahr nicht so viel, ne, aber da passt schon. Miletic war übrigens auch damals mit Middendorp hingegangen. Also es gibt ein paar Arminen, die eine Augsburger Verbindung haben. Der ist auch ein bisschen länger geblieben. So, ja, ich habe ein anderes losgezogen und zwar Hertha BSC. Was fällt mir ein zu Hertha BSC Berlin? Tja, muss ich erstmal überlegen, was macht Hertha jetzt besonders? Hertha ist irgendwie ein total tragischer Fall, weil es gibt in Deutschland nicht so viele Sportstädte, also wo neben Fußball noch anderer Sport sehr, sehr populär ist und Berlin ist ein hartes Pflaster für einen Fußballverein. Da gibt es Eishockeyvereine, wo 20.000 Leute hingehen, da gibt es selbst zum Handball gehen 5.000, dann gibt es Basketball, wo tierisch viele Leute hingehen, da gibt es 6-Tage-Rennen, die Rave paddeln, wenn da irgendwo auf der Spree irgendwie 3 Leute Boxen hinstellen, da paddeln da 5.000 Leute hin, egal wann, und hören sich das an. Aber wenn Hertha BSC irgendwie ein Heimspiel hat, dann spielen die vor den Toren der Stadt und dann müssen die Leute irgendwie eine Stunde lang in irgendeiner S-Bahn hin und da ist dann auch eine Stimmung, da ist beim Rave paddeln auf der Spree mehr los als Hertha. Das tut einem ja leid in dem Stadion. Ne? Und das ist irgendwie Hertha. Und da gibt es Union, die sollen auch Fußball spielen, das ist auch noch irgendwo da in der Stadt. Also ganz bitter. Dann gibt es 20 Millionen Fußball-Fan-Kneipen, glaube ich, gefühlt in Berlin. Davon aber nur 3 von Hertha, glaube ich. Selbst Arminia hat eine. Wir teilen uns sie zwar mit Freiburg, aber immerhin. Ne? Und wenn wir jetzt da geisterspielmäßig am ersten Spieltag im September hinfahren und gewinnen, dann hoffe ich, dass die Tante Käthe auf hat und dass es dort richtig schön gefeiert werden kann.
ne? Weil da läuft Frank Zander nur einmal oder wer auch immer da am Anfang irgendwie in Berlin irgendwie durchs Stadion halt, ne? Aber wird auch keine Tormusik laufen. Das gibt einen 2-0 Auswärtssieg gleich zu Beginn der Saison. Dieses Jahr haben wir im Pokal in Berlin einen guten Anfang gemacht, das ist mit Hertha auch so. Also das fällt mir zu Hertha ein, ja. So, damit hätten wir die erste Frage natürlich absolut hier ausschweifend beantwortet. Dann kommen wir zur nächsten Rubrik, die heißt, nenne den wirklich sympathischen Spieler von. Ja, Volker, du hast Leverkusen gezogen und jetzt bin ich mal gespannt, was du sagst. Genau, nenne den wirklich den einen wirklich sympathischen Spieler von Leverkusen. Und ja, da dachte ich auch schon wieder, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Aber ich weiß nicht, ob er wirklich sympathisch ist. Aber ich finde ihn als Spieler ganz gut. Kai Havertz. Kai Havertz. Sehr jung. Ich dachte immer, wann wird er eigentlich 18? Jetzt habe ich aber gesehen, nächste Woche wird er tatsächlich schon 21. Und über ihn, also er gilt auch als einer der sympathischsten Spieler des aktuellen Kaders von Bayer Leverkusen, wobei nächstes Jahr ist er da wahrscheinlich gar nicht mehr, ne? Vielleicht ja doch. Und was ihn so sympathisch macht, stand in dem Artikel, den ich über ihn gelesen habe, dass er Fortnite spielt. Also wenn das jetzt schon seine herausragende Eigenschaft ist, dann weiß ich nicht so ganz, aber okay. So, dann habe ich noch ein bisschen weiter geguckt in der Historie und habe festgestellt, dass auch Hans Sapai für Bayer Leverkusen gespielt hat. Den fand ich in der Tat immer so ganz, ganz herzerfrischend. Ich erinnere mich noch an eine Szene, ein Live-Spiel. Der Kommentator kündigt an, dass Hans Sapai eingewechselt wird und dass er sich an der Seitenlinie schon bereit macht. Und in dem Moment schwenkt die Kamera auch auf Hans Sapai, der nicht wusste, dass er schon im Bild ist. Und man sieht ihn wirklich in Großaufnahme, wie er in der Hose, in seiner Sporthose, gerade noch die Dinge zurechtrückt. Und das ist so das Bild, was ich von Hans Sapai noch im Kopf habe und dachte, ja, das ist bestimmt auch ganz netter. So, Andreas hat auch da jetzt wieder bei dieser Frage ein besonderes Los gezogen. Nenne den wirklich sympathischen Spieler von Tete Bayern München. So, und da wir nicht abgesprochen haben, was wir da antworten, kannst du meine Antwort lesen, was ich geschrieben habe? Meine Antwort ist Kai Havertz. Also das ist, ich greife den Ding voraus, im nächsten Jahr ist mit Abstand der sympathische Spieler dieser Fortnite-Typ von Bayer Leverkusen, der da schon längst in Bayern unterschrieben hat. Ne? Also von daher, ne? Kai Havertz, klare Antwort. Nächste Frage, Volker. Was machst du, wenn du eine Stunde Zeit hast in Leipzig? Ja, eine Stunde in Leipzig, das ist nicht viel Zeit. Leipzig kann nichts für den Brauseklub. Die Stadt ist wirklich sehr schön. Man kann sich da sehr viel angucken. Wenn man sich für Fußball interessiert, kann man sich zum Beispiel den Alfred-Kunze-Sportpark angucken, die Spielstätte von Chemie. Genau. Man kann auch in diverse Kneipen gehen, die dort sehr nett sind. Wie gesagt, eine Stunde ist nicht viel Zeit. Das schafft man vielleicht so 3-4. Und der Bahnhof ist auch ganz interessant. Das ist ein Sackbahnhof. Das heißt, wenn man in Leipzig ankommt oder umsteigen muss, weil man irgendwie, was weiß ich, noch was anderes vorhat und woanders hinfahren will, dann hat man dort immer ein bisschen Zeit, sich und die Seele baumeln zu lassen. Es gibt auch ein paar Kellergewölbe, wo, wenn es denn dann mal wieder losgeht, auch viel los ist. Man kann sich auch dieses sehr martialisch wirkende Völkerschlachtdenkmal anschauen. Das ist schon sehr beeindruckend, aber da, das ist ein bisschen weiter außerhalb, das schafft man wahrscheinlich nicht in einer Stunde. Aber wie gesagt, Alfred-Kunze-Sportpark oder ein paar Kneipen. Es gibt auch einen Plattenladen in der Nähe vom Bahnhof, also von daher tolle Stadt. So, Andreas hatte das große Los gezogen, das war ja echt langweilig. Was machst du, wenn du noch eine Stunde Zeit hast in Köln? Ja, ich gehe ins Museum, ne, ins Museum Ludwig, das ist nämlich direkt am Hauptbahnhof gegenüber und da gibt es so unglaublich geile Installationen, Frau mit Umhängetasche und das sind so menschlich aussehende Figuren von einem Künstler, dessen Namen ich nicht weiß, Volker weiß ihn, das ist? Dwayne Hanson. Dwayne Hanson natürlich.
Und mit denen kann man dann aus Versehen sprechen, weil man hält sie für wirkliche Menschen. Also Volker und ich waren tatsächlich mal vor einer Lesung, weil wir eine Stunde Zeit in Köln hatten, in diesem Museum. Und Volker musste mich wegzerren, weil ich die ganze Zeit mit irgendwie einer Person sprach, die da im Weg stand. Und sagte, Andreas, das ist ein Kunstwerk. Das ist keine Person, der du sagen musst, dass sie bitte aus dem Weg gehen soll. Ne? Also kann man auf jeden Fall machen, kurzweilig. Ansonsten fußballmäßig auf jeden Fall ein Südstadion. Südstadion, Fortuna, wenn die da spielen. Ich war vor Jahrzehnten mal da, da hat Oberhausen da gespielt. Und da war, lebte noch der Präsident, der immer mit dem Sparschwein durch die Zuschauer ging in der Halbzeitpause oder im Spiel, um Geld einzusammeln. Nee, das war ein Nachfolger. Super. Und der ging auch wirklich, auch der geht auch immer in den Gästeblock und jeder tut da was in Sparschwein rein und so. Und Südstadion sensationell. Bezirkssportanlage, glaube ich, Süd heißt es offiziell. Ne? Kann man auch, wenn nicht Fußball gespielt wird, sehr gut die Zeit da verbringen. Ne? Also, Köln-Leipzig haben wir damit auch als Bundesliga-Standorte. Was machen wir denn? Aber wenn Arminia uns nächstes Jahr irgendwie nach Bremen oder Dortmund begleitet, warum gehört Dortmund in die Bundesliga, Volker? Okay, warum gehört Dortmund in die Bundesliga? Bis vor 2 Wochen hätte ich gesagt, damit nicht immer Bayern München Meister wird. Das war dann jetzt ja auch ein Schuss in den Ofen. Ich habe mich seit 2009, muss ich gestehen, interessiere ich mich gerade nicht so für die erste Bundesliga. Deswegen ist mir wirklich, jetzt ohne Scheiß, so ein bisschen entgangen, dass Bayern München seit 7 oder 8 Jahren in Reihe Meister wird. Also so dramatisch hatte ich das gar nicht in Erinnerung. Das ist ja schrecklich. Insofern war meine Hoffnung, dass Dortmund da mal was tut. Ja, gut, nächstes Jahr neues Spiel, neues Glück. Dann ist ja Arminia auch dabei. Dann jagen wir die Bayern halt zusammen. Es gibt aber in Dortmund noch etwas anderes Schönes. In der Nähe vom Bahnhof, klar, das Fußballmuseum, natürlich, logisch, das meinte ich aber gar nicht. Ich meine einen Kiosk, der von der Brauerei Bergmann-Bier betrieben wird. Das ist ein Treffpunkt wirklich für Jung und Alt, jetzt gerade nicht wahrscheinlich, aber wenn es denn mal wieder losgeht, wenn man sich wieder frei in der Stadt bewegen kann, dann ist der Bergmann-Bier-Kiosk, bei dem es auch antialkoholische Getränke gibt, aber nichts zu essen, sondern nur zu trinken und zu stehen, eine schöne Gelegenheit, sich wirklich dieses tolle Stadtbild in Dortmund auch mal so auf der Zunge zergehen zu lassen. So, Andreas, ich bin gespannt. Ich muss gestehen, das war das einzige Mal, dass wir das losgetauscht haben, weil ich hatte einen Verein gezogen, der mir gerade total auf den Geist geht. Warum gehört Werder Bremen in die Bundesliga? Ja, ich habe mir das dann jetzt logisch erklärt. Also Werder Bremen ist die Antithese zum HSV. Das wissen alle Freunde und Freundinnen der Papiergugel, die eingeflogen wird im UEFA-Pokalspiel, wenn die beiden Mannschaften aufeinandertreffen. Und weil der HSV abgestiegen ist, der hat ja alles getan, irgendwann mal abzusteigen, muss Bremen jetzt drin bleiben, weil die tun das auch gerade irgendwie alles in der Saison, wo sie eigentlich nach Europa ganz hoch hinaus wollen, steigen sie ab. Aber sie wehren sich jetzt dermaßen. Also gestern bei dem Spiel gegen Frankfurt mutmaßte der Sky-Reporter, dass irgendein Ersatzspieler wohl eine Trommel mit ins Stadion gebracht hätte, weil die da so dermaßen gegen die Auswechselbank gedonnert haben. Also er meinte wirklich, dass er eine Trommel ist, aber man konnte sie nicht ausfindig machen. Aber die haben einen solchen Krach gemacht, dass du da nicht merktest, dass es jetzt ein Geisterspiel war. Also von daher die Truppe, und die will drinbleiben, unabhängig davon, ob da jetzt die grün-weiße Wand wieder, ne, oder Wall den Bus begleitet zum Stadion oder nicht. Also ganz klar, Bremen bleibt deswegen drin, weil der HSV mal abgestiegen ist. Und irgendwann wird er sich das auch wieder umdrehen. Da wird der HSV aufsteigen und der Bremen absteigen. Aber wir müssen ja auch an das Sportliche denken. Deswegen müssen wir für Arminia auch einen Spieler aussuchen, vielleicht, der uns weiterhelfen kann im nächsten Jahr. Und Volker hat da die dankenswerte Aufgabe, einen Spieler von Eintracht Frankfurt auszusuchen, der uns weiterhilft. Ja, da habe ich 3 Tage überlegt und hatte immer noch keine Idee. Ein Spieler von Eintracht Frankfurt, der uns weiterhelfen würde. Da habe ich überlegt, so menschlich vielleicht, sportlich. Mir kam wirklich lange keine Idee. Dann habe ich gestern mich ein bisschen mit dem Spiel bei Werder Bremen beschäftigt und gedacht, Hinteregger ist ja ein ganz rustikaler Mann, der auch mal 5 gerade sein lassen kann, so am Stollen.
Und vielleicht ist das eine Qualität, die uns weiterbringen würde. Ich finde auch ganz gut, da schlagen wir jetzt wieder den Bogen zu meiner ersten Frage. Er hatte vor ein paar Jahren keinen Bock mehr, in Augsburg zu spielen und wollte da weg. Und wer weiß, vielleicht zieht es ihn jetzt ja noch ein bisschen nördlicher. Das wäre einer, sonst habe ich da lange im Dunkeln getappt. Gut, vom Namen her, den finde ich jetzt spielerisch nicht so toll, aber den kann man irgendwie ganz gut rufen, Bastost. Ne, das ist so, so Bastost, 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 ne, den Stürmer so dass das kam, das hat was Rhythmisches, aber vorne sind wir ja, da brauchen wir ja eigentlich die nächsten 10 Jahre niemanden, ne, eigentlich. So, okay, Andreas hatte, warte mal, jetzt muss ich mal gucken, auch wieder, du hast eigentlich die schwierigeren Aufgaben. Suche einen Spieler für Arminia aus dem aktuellen Kader von Schalke 04. Ich fand das total einfach, weil da gibt es keinen. Also das ist, und das Tolle ist, dass man das jetzt ruhigen Gewissens fast sagen kann. Und wenn man jetzt zurückdreht, das ist noch gar nicht so weit, ich glaube Ende Oktober 2019, DFB-Pokal, zweite Runde, da haben wir zu Hause gegen Schalke gespielt. Wir waren ganz oben in der zweiten Liga, die waren relativ gut gestartet in der Bundesliga und die haben uns 70 Minuten auseinandergenommen mit ihrer gefühlt zweiten Mannschaft. Und dann standen wir auf dem Block und die Leute haben auch gesagt, wenn das die erste Liga wird, dann bleiben wir doch lieber oben in der zweiten, anstatt dass wir uns jede Woche so eine Packung abholen. Und da hättest du im Leben nicht gedacht, dass das dieselbe Mannschaft ist, die jetzt wirklich drum bettelt, irgendwie auch noch von Paderborn eingeholt zu werden. Also der Wahnsinn. Also deswegen sage ich, Stand heute, natürlich kann uns von Schalke keiner helfen. Und hätte im Oktober wahrscheinlich gesagt, jeder von Schalke kann uns helfen. Von daher, das ist so beim Fußball das Schöne. Heute quatschen wir irgendwas, in 3 Wochen können wir das Gegenteil behaupten, haben trotzdem wieder recht. Aber was ich schon immer wissen wollte, Volker, warum möchtest du nicht tot über dem Zaun hängen in Hoffenheim? Ja, das war natürlich ein Traum los. Ne? Warum möchte ich nicht tot über den Zaun hängen in Hoffenheim? Hoffenheim, ich war tatsächlich schon mal da. Hoffenheim ist ein Ortsteil von Sinsheim. Hoffenheim hat, glaube ich, 3000 Einwohner. Das heißt, das ist nicht ganz so urban wie Vilsendorf. Und damit ist eigentlich auch schon alles gesagt im Prinzip. Und Hoffenheim hat, als sie anfingen, so ein bisschen durchzustarten, noch unter Ralf Rangnick, hatten sie ja das Konzept, dass sie höchst talentierte Nachwuchsspieler aus aller Welt eingekauft haben für immens viel Geld. Und ich habe länger recherchiert jetzt noch, ich habe es nicht mehr genau gefunden. Ich meine, es wäre Carlos Eduardo, Brasilianer gewesen, sehr hoffnungsvoller Mittelfeldspieler, der damals schon Junioren-Nationalspieler in Brasilien war. Man hatte ihm das Stadion gezeigt, ihn so ein bisschen rumgeführt und er fand das Stadion wirklich auch ganz schön, was da auf der grünen Wiese steht. Und dann kam danach von ihm die alles entscheidende Frage, wo ist denn jetzt die Stadt? Die würde ich jetzt gern mal sehen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er seinen 4-Jahres-Vertrag schon unterschrieben und deswegen konnte man ihm ruhigen Gewissens sagen, hier ist keine Stadt. Er ist danach, dann nach seinen 4 Jahren Vertrag, die er abgesessen oder abgespielt hat, er war ja gar nicht schlecht, ist er dann nach Russland gegangen zu Rubin Kazan. Das ist, glaube ich, irgendwo im Ural. Irgendwas ist bei ihm nicht ganz rund gelaufen. Also vielleicht hat er gedacht, Rubin, da sind Juwelen, da sind Edelsteine, da gibt es viel Geld. Er war dort 6 Jahre. Danach verliert sich auch seine Spur. Ich glaube, er ist dann nochmal für eine halbe Saison verliehen worden an Flamengo Rio de Janeiro. Das ist ein Fußballverein, das ist keine Tanzgruppe. Traditionsverein dort auch, spielen im Moment aber auch nicht, trotz... Egal. Deswegen, also wie gesagt, lieber in Vilsendorf wohnen als, für nichts gegen Vilsendorf, ne, aber Hoffenheim ist nicht so richtig urban, außer dem Stadion ist da nicht viel. Warum ich nicht tot überm Zaun hängen möchte, für Andreas wurde gezogen, Düsseldorf. Liegt auf der Hand. Ich habe Angst, wenn ich dann Düsseldorf tot über den Zaun hänge, dass ein Kunststudent vorbeikommt.
und eine Installation mit mir macht. Die heißt dann irgendwie Hängender Hirsch mit Umhängetasche oder da kommt noch irgendeine so eine Art Funkband, die auch noch ein Video dreht und ich bin mein Leben lang im Kunstmuseum Düsseldorf ausgestellt in so einer Videoinstallation und ne, das Ganze am Rhein und mit so da, dieser Altstadthölle da, nee, also da, ne. Es gibt tolle Ecken in Düsseldorf, aber da habe ich total Angst vor. Also, ne, das ist als Kunstmetropole nichts für mich. Ne. So, jetzt kommen wir jetzt zum konkreten Erlebten und nicht von Albträumen. Was hast du denn in Freiburg erlebt im Fußballkontext, Volker? Ich war einmal in Freiburg. Ich habe allerdings wirklich keine Erinnerung mehr daran, außer dass ich es total beeindruckend fand, dass durch die Straßen Wasser lief. Aber so als ich darüber nachgedacht habe, war ich mir jetzt auch nicht mehr sicher, war das Würzburg oder war das Freiburg? Aber ich glaube, es war Freiburg. Und ich erinnere mich noch daran, dass wir mit ein paar Leuten in einer Kneipe waren und ein Freund von mir wirklich so zu der weiblichen interessanten Bedienung den Eisbrechersatz sagte, na, was studierst du denn? Der Abend war, ich habe danach keine Erinnerung mehr, ich weiß nicht, was dann passiert ist. Ein Fußballerlebnis hatte ein guter Freund von mir, der, obwohl er Schalke-Fan ist, ein guter Freund von mir ist. Und die sind mit ein paar Jungs mit dem Auto runtergefahren von einem Stau in den nächsten. Ich glaube, die haben auf der Hinfahrt irgendwie 8 Stunden gebraucht, sind eine Viertelstunde nach Anpfiff dann endlich im Stadion gewesen. Schalke hat 3 Stück da gekriegt. Die Jungs sind direkt nach dem Spiel total sauer ins Auto gestiegen, haben zurück wieder im Stau gestanden, wieder 7 Stunden zurück. Und Mike sagt, sie haben auf der Rückfahrt nur einmal gesprochen, und zwar war das eine Zwei-Wort-Kommunikation. Der Fahrer sagte, pissen, die anderen sagten, jo, und dann sind sie raus. Und das war alles, was auf der Rückfahrt gesprochen wurde. Das verbinde ich halt mit Freiburg. Ansonsten, ja. Andreas, für dich fiel das los auf Mönchengladbach. Was hast du in Mönchengladbach erlebt? Kann man da was erleben? Genau, das war, habe ich rausgeguckt, 2001 muss es gewesen sein, Auswärtssieg, zweite Liga. Arne Friedrich, kurz vor Saisonende, Gladbach oben, wir ganz unten und wir gewinnen sensationell an einem Freitagabend 1-0 durch ein Kopfballtor oder irgendwas von Arne Friedrich. Und das war noch dieses wunderschöne alte Bökelbergstadion, das ist eines der schönsten in Deutschland mit der unfassbar steilen Gästekurve, super Blick. Und das Tollste war, dass wir im Auto hingefahren sind, es war ein Gladbach-Fan mit dabei. Und der Gladbach-Fan, der war nicht nur natürlich dezent enttäuscht ob des Spielverlaufs, sondern der musste sich auf der kompletten Hin- und Rückfahrt die Kassette von dem Fahrer anhören, die aus Arminia Gassenhauern früherer Tage bestand. Und das waren wirklich nur so, Tippenhauer spricht und morgen ist Frühling, ja, nenne ich morgen natürlich. Ne? Der kann heute noch die Texte auswendig aussprechen und ist wirklich entsetzt, weil das Volksmusik für ihn war mit Arminia-Texten und dann noch dieser Kontext. Also das hat es noch schöner gemacht, da zu gewinnen. Ne? Wir sind nicht abgestiegen in dem Jahr, Gladbach ist trotzdem aufgestiegen, von daher ist alles gut ausgegangen und wenn wir nächstes Jahr in Gladbach spielen, sind wir nicht mehr im schönen Bökelberg, sondern in dieser Merkzweckhalle da auf den Toren der Stadt. Das ist dann irgendwie natürlich ein bisschen traurig, aber so ist das nun mal im modernen Fußball. Ne? Apropos moderner Fußball. Ne? Die nächste Frage ist, hat viel damit mit Kunst und Fußball zu tun und Innovationen und Corporate Design. Was gefällt dir am Wappen vom VfL Wolfsburg? Ja, was gefällt mir am Wappen vom VfL Wolfsburg? Wer, wie ich, nicht genau wusste, wie das Wappen aussieht, für den habe ich das hier mal vorbereitet. Weil, was hat man schon mit Wolfsburg zu tun? Warte mal, ich versuche das mal jetzt hier einhändig in die Kamera zu halten. Kann man das sehen? Da gehen die Daumen hoch von unseren 1,50 Meter entfernten Assistenten. Danke. Der Vorteil von diesem Wappen ist, dass wenn man, also es ist natürlich sehr schlicht, wenn man das Wappen als Fußballverein Wappen irgendwann mal nicht mehr braucht, weil der VfL Wolfsburg sich aufgelöst hat oder so, oder die Geldgeber das Interesse verloren haben, dann kann man mit einfachen Mitteln dieses Wappen trotzdem weiterverwenden. Man könnte es zum Beispiel an Werder Bremen verkaufen, oder aber man könnte es einfärben und, Moment, ich muss es mal gerade demonstrieren.
Man könnte es gelb einfärben und umdrehen und dann anderweitig weiterverwenden. So, das war zu sehen, ja? Gut, okay. VfL Wolfsburg. So, Andreas hatte wieder ein interessantes Los. Was gefällt dir am Wappen von Paderborn? Ja, und auch da muss ich sagen, die Antwort ist total einfach. Wenn man sich das Wappen anguckt, ja, alle, die es nicht vor Augen haben, vielleicht erkennt man das. Das Schönste an diesem Wappen ist die Farbgebung. Es ist schwarz-weiß-blau. So, das ist, ne, das ist die einfache Antwort. Aber das andere Interessante ist, also die Kunstakademie in Düsseldorf, die dieses Wappen entwerfen musste, die hatte die unglaublich schwierige Aufgabe, dass der Stadtname mit rein muss. Und das haben sie so gelöst, dass sie einfach das nicht mehr in das Wappen gemacht haben, sondern das steht davor. Paderborn. Und das war schon bei Paderborn Neuhaus oder Schloss Neuhaus, als sie das Vorwappen hatten, da war das auch schon so, dass dann hier irgendwie permanent Paderborn aus dem Kreis rutscht. Und ich finde, das ist ja auch ein tolles Symbol, ne? Dass die also, die stehen nicht so auf das Runde, sondern die wollen auch so, ne, wenn es auch mal schief geht, ist das für die auch völlig normal. Also auch der e.V. ist verschwunden, ne? Das Wappen, das verändert sich jedes Jahr. Mal sehen, was nächstes Jahr ist. Ne? Also ich freue mich ja auch, wenn sie drin bleiben, weil, ne, nochmal 3 Punkte, 6 Punkte im nächsten Jahr sicher, sage ich jetzt mal einfach, ne? Also Paderborn, haltet euch an das Wappen, freut euch an diesen wunderschönen Farben, schwarz-weiß-blau und du mir ja auch. So, aber jetzt freuen wir uns nochmal richtig auf 2 Knaller-Vereine und Volker, warum freust du dich auf Union Berlin? Ja, Union Berlin, da habe ich sofort gedacht, endlich hat Berlin auch mal einen ernstzunehmenden Bundesliga-Verein und das Schöne daran ist an Union, es ist erstmal, finde ich, so von außen betrachtet ein grundsympathischer Verein. Da bauen die Fans selber noch das Stadion aus. Das finde ich ganz charmant. Ich hoffe, das hält auch alles, aber bislang ist ja nichts anderes von bekannt. Und interessant finde ich halt auch, dass wenn man zu dem Stadion geht, dass man durch ein sandiges Stück Wald gehen kann. Also zum einen, dass da Sandboden im Wald ist und dass man überhaupt durch einen Wald geht, finde ich interessant. Das gibt es, glaube ich, in Frankfurt auch, wenn man den falschen Weg einschlägt. Das ist mir mal passiert. Aber ansonsten, wie gesagt, Union Berlin kann man nichts gegen sagen. Ich persönlich habe da noch nicht viel Tolles von Arminia gesehen, aber neues Spiel, neues Glück nächstes Jahr. Und wie gesagt, Berlin, Reise wert. Ne? Von daher hoffe ich inständig, also ich wäre bereit, Paderborn zu opfern, wenn Union Berlin drin bleibt. Da bin ich ganz selbstlos. Und die 2, 3 Paderborner werden das schon verkraften. Es bleibt, wer mitgezählt hat, ahnt jetzt schon, welcher Verein jetzt noch kommt. Wir haben am Anfang schon ein bisschen gewitzelt über ihn, aber auch das ist natürlich wieder Hochnäsigkeit ohne Ende von uns. Warum freust du dich, Andreas, auf den FSV Mainz 05? Tja, habe ich echt, ich glaube, schlaflose Nächte verbracht und immer noch keine richtige Idee. Also ich freue mich total auf Mainz, weil das könnten auch Punkte sein, die uns vielleicht, ne, also das sind so Gegner auf Augenhöhe, ne? Früher war es mal ein Gegner auf Augenhöhe, ich war da bei einem Spiel, das war 2000, weiß ich gar nicht mehr, da sind wir nachher in die Bundesliga aufgestiegen, Mainz und wir waren beide oben, wir haben Montagabend in Mainz gespielt, 4-1 verkackt und wir sind nachher aufgestiegen und Mainz ist Vierter geworden unter dramatischen Umständen. Ne? Also von daher, ne, man kann auch mal eine Niederlage in Kauf nehmen, deswegen, ne, um nachher dann doch irgendwie durchzustarten. Aber worauf ich eigentlich gestoßen war, bei der 2014-2015 Saison war das erste Spiel von Arminia in Mainz. Das war Auftakt einer wichtigen Saison. Das haben sie 2-1 gewonnen in der letzten Sekunde durch ein Tor von Hämlein. Aber das Besondere, das war Mainz zweite Mannschaft, muss man dazu sagen, das Besondere an dem Spiel war, dass es vor 3000 Zuschauern stattgefunden hat, aber der Anpfiff fand verspätet statt, weil der Sonderzug aus Bielefeld Verspätung hatte. Und dann hat man darauf gewartet, bis quasi der relevante Teil der Zuschauer da ist. Und das habe ich gedacht, das ist doch jetzt in Geisterspielzeiten nochmal ein schönes Spiel, an das man sich erinnert, wie wichtig Fans eigentlich sind.
Und dass hoffentlich bald wieder Zeiten sind, dass die Anstoßzeiten von Spielen irgendwie auch mal ein bisschen Rücksichtnahme auf Fangruppierungen stattfinden. Ne? Das fände ich ein schönes Symbol. Deswegen würde ich mich auf ein Spiel in Mainz freuen, das erst dann angepfiffen wird, wenn eine annehmbare Zahl an Zuschauern wieder da ist. Ne? Was war damals passiert? Das ist einfach die übliche Verspätung der Deutschen Bahn. Lokführer, der war auch irgendwie auf dem Weg von Frankfurt dann in dieser Waldstraße abgebogen. Nee, ja, dann ist das Übliche. Nichts Schlimmes passiert. Ja. Okay. Haben wir Gewinner? Haben bei Facebook Leute mitgemacht? Also ihr dürft aufhören, höre ich. Also es haben, ne? Mein Bruder hat hoffentlich auch mitgemacht. Thomas Helmke, was will er haben von den beiden? Die DVD. Wir haben ja zwei DVDs. Ja, dann kriegt er beide. Dann kriegt er beide. Oder hat noch jemand anders mitgemacht? Wurde viel kommentiert. Ja. Unter anderem von Tim Sanden, der gesagt hat, Grüße an Tim. Ja, dass die Saison nicht auf Netflix ist. Ist ein Problem von Netflix. Genau. Ne? Der ist ja wahrscheinlich auch für verantwortlich, dass es, ne? Oder er könnte da Dinge drehen, dass es bei Netflix wäre. Nein, das ist okay, wunderbar. Hat Tim auch mit, will Tim Rot-Weiß Essen haben? Können wir auch machen, nein? Nein, Thomas kriegt beide. Der kriegt beide, okay. Damit haben wir hier mit, oh Gott, es ist 20 Uhr. Ja. Wie lange der Akku, der hört gleich auf, ne? Aber wir sind schon lange in der Nachspielzeit, ne? Genau, das wird nicht hingeschickt, das Porto sparen wir uns. Ne? Die Preise sind im Fanprojekt unter allen Corona-Auflagen, Hygienebestimmungen abzuholen, ne? Mit schönen Grüßen natürlich. Einen würdigen Gewinner. Ne? Ja, dann, wir sind locker in der Nachspielzeit. Ne? Also, hier, also jetzt ist es auch echt gut. Ne? Jetzt, ne? Sehr schön. wir bedanken uns bei den Gastgebern hier, wir bedanken uns beim Fanprojekt, bei Nummer zum Platz. Hat uns total Spaß gemacht, an sowas improvisierten, neuen Format mal auszuprobieren. Haben wir auch noch nie gehabt. Ne? Nee. Ohne Publikum quasi. Und, aber war eine sehr interessante Erfahrung. Viel Spaß. Vielen Dank. Ne? Und auch von Volker noch die letzten Worte. Ja, tschüss. Bis bald. Die allerletzten Worte sollen dann vielleicht doch noch mir gehören, weil ich möchte euch natürlich herzlich danken für euren Einsatz. Ich komme natürlich nicht zu nah, es ist sowieso alles hier. Ne? Also von daher, ne, toll, dass ihr mitgemacht habt. Das war super unterhaltsam. Ich denke, alle hatten ihren Spaß, inklusive der wenigen Leute, die hier im Raum waren. Es gibt von allen, von den wenigen, die hier sind, den Daumen hoch auf jeden Fall. Herzlichen Dank euch beiden. Wir sind sicherlich bemüht, vielleicht dieses Format fortzuführen. Von daher schauen wir mal, was uns noch so einfällt. Behaltet uns im Auge. Wir haben jetzt keine festen Termine, die wir schon nennen können, aber ich denke mir, irgendwann fällt uns sicherlich wieder was Schlaues ein. Danke, dass ihr dabei gewesen seid und tschüss und schönen Abend noch.